Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Haul oder Food Haul, wie man das auch immer nennt. Und zwar war ich heute im Rossmann und habe meine Produkttests eingelöst. Die habe ich gesammelt, wie man sieht. Also 4 Stück. Ich bin irgendwie nie zum Rossmann gekommen. Ja, gezahlt habe ich, beziehungsweise gekostet hätte jetzt 16,47 €, obwohl der hier nicht dabei ist. Der hat 3,29 € gekostet, also 16,47 € plus das hier. Ich glaube 19,20 € dann. Und ja, habe ihm nichts gezahlt. Hier sieht man, was das alles gekostet hat. 690, 2,49 € und nochmal 690. Und zwar hier Naturkosmetik von Altera. Ich mag ja Naturkosmetik sehr gerne. In so einem braunen Ton. Dann habe ich hier von Dylon, wenn man das jetzt so nennt, an Textilfarbe. Blue, also blau. Es gab irgendwie nur noch grau und schwarz und ich bin nicht so der grau und schwarz Mensch. Deswegen habe ich blau mitgenommen. Hier diese Sohlen, frische Sohlen von Fußwohl. Ich denke mal, das ist jetzt für den Sommer einfach so Einlagen. Kenne ich noch nicht, aber da es ja kostenlos ist, habe ich mir gedacht, teste ich doch mal aus. Und hier von Kneipp Sekundensprühlotion. Finde ich ja ganz gut für den Sommer. Für normale Haut. Bin ich gespannt. Genau, das war der Rossmann. Dann kommen wir zu Rewe. In Rewe war ich auch kurz und habe wieder mal, also nach einer langen Zeit, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, meine LaViva-Hefte gekauft. Eins kaufen als gratis. Und zwar 7,28 € habe ich gespart und irgendwas mit 10 € habe ich bezahlt. Und zwar habe ich Always gekauft. Eines kostet 2,39 €. Also habe ich zwei für 2,39 € bekommen. Und dann von Tommy Hollandaise Soße, 50% weniger Fett. Auch eins kaufen, eins gratis. Genau. Da habe ich jetzt nochmal ganz viel Hollandaise mitgenommen, denn man kann die Suppe auch zu Gemüse essen. Man muss dazu nicht immer Spargel haben oder einfach nur Kartoffeln. Sehr, sehr lecker. Und ich habe noch ein Exquisia gekauft. Den habe ich jetzt schon im Kühlschrank getan, denn Exquisia ist bei mir leer gegangen. Genau, meine Lieben, dann sehen wir uns im normalen Food Haul beim Kaufland. Bis dann! Hallo, meine Lieben, willkommen zurück zum Kaufland Food Haul. Der Einkauf hat 59 € gekostet. Fangen wir da drüben an. Dreimal Wasser. Das kennen Sie ja immer, Wasser. Dann einmal Salami. Dann gab es das hier. Das ist ein Spezi von Paulana für 41 Cent. Genau, da habe ich mir zum einen Stückchen mitgenommen. Das hat 83 Cent gekostet. Das mache ich mir gerne auf eine Blitzpizza drauf. Oder ich mache das in Hackfleisch rein. Genau. Dann dreimal Müllermilch, die gibt es im Angebot. Die Kids lieben das. Schoko-Banane, zweimal Cola Zero. Genau, das muss immer mit. Toast, Vollkorntoast. Dann gab es hier Frost am Angebot, wenn ich mal Montag alleine bin oder so. Dann koche ich ja nichts, oder? Und da ist es ganz passend. Von den Punkten ist es gerade noch so okay. Man muss halt dann tagsüber ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, das sieht sehr lecker aus. Und ich finde, das kenne ich noch nicht. Das möchte ich gerne ausprobieren. Aber das finde ich immer sehr, sehr lecker. Und deswegen habe ich es mir mitgenommen. Genau, hier habe ich dann für 1,11 € Lay's. Also wenn man die so nennt, die kenne ich nämlich nicht. Das ist jetzt Liked Paprika und es geht von den Punkten her. Von daher habe ich mir eine Packung mitgenommen, wenn ich mal Lust auf Chips habe. Hier Tomaten, die Cocktailtomaten, die finde ich ganz lecker. Hähnchen und Kartoffelsalat, Bananen, dreimal Maultaschen, die gab es im Angebot und meine Kinder stehen total drauf auf Maultaschensuppe. Deswegen 3 Stück. Ein Pack Äpfel, genau. Gefüllte Croissants, zweimal Du darfst die Bratwurst, die muss ja auch jedes Mal mit. Salamistangen Classic dreimal. Eine Zucchini habe ich mir mitgenommen. Die mache ich auch gerne in Hackfleisch rein. Und da ist das Hackfleisch. Ich nehme das hier, Pure Liked. Und das ist Rind. Und das hat sehr wenig Punkte. Und das mache ich dann immer zusammen. Hier Hackfleisch, Zucchini und Tomatenkonserve. Und es hat zusammen 4 Punkte von daher und macht satt und schmeckt gut. Natürlich Würzen noch nicht vergessen. Einen normalen Toast. Dann habe ich hier, also das ist jetzt nicht für mich, weil punktemäßig geht das mal gar nicht. Viermal Obstgarten und hier, ich würde es ja auch gerne essen, so ist es nicht.
Von Ermann, das hat so 19 Cent gekostet, zweimal Schoko. Genau, hier einmal Pizza, das ist jetzt Thin and Crispy mit Rucola. Also für mich wird das jetzt hier zum Beispiel mit der Wurst gar nichts. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Genau. Hier solche, wie nennt sie das? Tortellini oder Tortelloni. Genau, das ist jetzt mit Ricotta und Spinat. Das hat jetzt nur noch 34 Cent gekostet. Ja, genau, einfach so für zwischendurch. Hier habe ich dann noch so Wiener Würstchen mitgenommen, Mini für 59 Cent. Ja, für den Kindergarten oder für zu Hause. Hier gibt es Tomaten-Mozzarella-Aufstrich, nennt sich das, glaube ich. 49 Cent. Ich denke mal nicht, dass der punktearm ist. Ich kann es natürlich nur mal einscannen. Natürlich haben sie alles überklebt. Kann auch nicht eingeben. Wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich den finde. So, hier Fleischsalat 59 Cent. Dann hier viermal mein Quark. Genau. Bierschinken, Light habe ich mir mitgenommen mit 3% Fett. Den kann ich sehr gut empfehlen. Der schmeckt sehr gut und hat punktemäßig super. Also mache ich mir gerne auf dem Toast. Dann hier gab es im Angebot Hähnchen-Mini-Steaks. Genau, geht immer und hat wenig Punkte. Gelbwurst. Dann gab es die im Angebot. Das ist jetzt Snack-Salami, auch für den Kindergarten oder für zu Hause. Dann einmal Putenwiener. Dann, das habe ich mir mitgenommen. Ja, das ist jetzt Nuckert. Ich mag Nuckert-Nusscreme sehr, sehr gerne. Und das hat jetzt nur noch 1,9 gekostet. Ich habe mir hier meinen Kuhquark mitgenommen, Vanille und. Was steht denn? 40 mal Kuh, ja, genau. Wollte ich mal testen, die kenne ich noch nicht. Dann habe ich hier einmal, das ist jetzt noch mal, auch nicht mal voll, 99 Cent. 50% günstiger. Was ist denn das überhaupt? Käsegenuss. Keine Ahnung, irgendwie so ein. Mir fällt der Name nicht ein. Und das ist jetzt auch nicht mein Fall, weil ich mag das nicht, so flüssige Zeug in der Schokolade, das mag ich nicht. Karamell habe ich nichts dagegen, aber wenn es so flüssig ist. Also das kostet jetzt nur 47 Cent und dreimal was dabei. Genau, mein Lieben. Und das war's jetzt auch und dann sehen wir uns im nächsten Foodtalk. Tschüss!